Hallo zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Godzilla und Kong kehren für ein brandneues Abenteuer zurück. Der mächtige Kong und der furchterregende Godzilla müssen gegen eine kolossale, noch unentdeckte Bedrohung antreten, die in unserer Welt verborgen liegt und ihre Existenz sowie auch unsere eigene bedroht. Oh my gosh, ne? Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute bei mir hier auf dem Tisch in einem Display mit 21,5 in der Breite, 22,5 in der Höhe und 9 cm in der Tiefe zur Monsterverse Godzilla Kong The New Empire von Playmates Toys Battle Roar Shimo. Ne? So sieht's aus. Den einfachen, den ganz normalen Shimo haben wir schon ausgepackt. Das Video findet ihr hier auf meinem Kanal. Und jetzt ist dieser Kollege hier dran mit Light und Sound oder nur Sound. Das werden wir uns heute in diesem Video hier anschauen. Aber ich denke mal, nur Sound, nur diesen Battle Roar, wie wir es auch schon bei Godzilla und Kong gesehen haben. Die Videos findet ihr auch auf meinem Kanal. Ihr findet halt einfach mal alles auf Opipols Kanal, ne? So sieht's aus. Nee, nicht alles, aber doch einiges, ne? So, jetzt kommt, wie immer, ein Blick auf die Verpackung Monsterverse Godzilla Kong The New Empire. Und wir haben hier auch schon mal eine Try-Me-Funktion. Riesenknopf, den man hier vorne findet, kann man nicht übersehen. Was man auch nicht übersehen kann, und ich verstehe es nicht, warum man sowas macht. Ihr seht das Weiß vom Kopf unserer Shimo und ihr seht das Weiß vom Körper. Ja, also stimmt nicht überein. So, und jetzt kommt's. Das Weiß an den Füßen ist auch anders. Ja, also Kopf und die Füße haben dieses Weiß und der Rest des Körpers hat halt dieses Weiß, ja. Und es sieht fast sogar aus, als ob dieser Druckknopf hier auch nochmal eine andere Farbe hätte, aber ich glaube, das täuscht. Ansonsten, ja, die Kopfstacheln hier, die sind transparent, man sehe und staune, genauso wie die Rückenstacheln. Und darum hätte es sich ja eigentlich gelohnt, Light and Sound zu machen, ja. Also wenn er brüllt, dann auch hier gleich noch ein Licht mit aufleuchten lassen, aber vielleicht sparen sie sich das für eine weitere Figur auf, ne? Ist halt Playmates Toys, da musst du wirklich mit allem rechnen. Wahrscheinlich kommt er noch als Deluxe-Version oder halt mit dem anderen Namen und da leuchtet das Ding hier auch noch, ne? Wir werden sehen. Jo. Hier unten haben wir dann noch Monster Battle Sounds, Battle Roar Shimo, Playmates Toys, Legendary Toho. Ab 4 Jahren ist es empfohlen. Hier die zwei Helden. Auf der Seite ist aber ein Aufkleber. The New Empire 18 cm Battle Roar Shimo. Und hier jo, die Kristalle, nochmal der Name. Und auf der Rückseite alle 4 Battle Cry Geschichten, die wir alle schon angeschaut haben, beziehungsweise Kong, Scar King und Godzilla. Jetzt kommt noch Shimo mit dazu. Hier haben sie einen Aufkleber drauf gepappt. Wie auch immer, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie viele Sounds wir hier hören. Das hier oben ist der Text, den ich euch am Anfang vorgelesen habe. Ja, das dazu, irgendwas anmontieren, ja, müssen wir. Und zwar den Schwanz von Shimo einfach anstecken. Und los geht's. Ich werde hier mal den guten aus seiner Verpackung rausholen. Dieses Mal haben sie hier graue Schnüre genommen. Im Karton unten habe ich dieses Falzblatt noch gefunden. Ja, die Batterien, wir haben wieder Knopfzellen drin. Hier ist der Auslöser. Das Maul, der Kiefer kann sich auch bewegen. Und das war's dann auch schon wieder dazu. Okay, als erstes haben wir hier das Schwänzchen von Shimo, was wir anstecken müssen. Das ist natürlich aus einem etwas weicheren Material, ja, aber ist kein Draht drin, ihr könnt es nicht verbiegen. Das bleibt so in der Pose, ihr könnt es nur 360 Grad an der Figur drehen. Ja, man sieht halt die üblichen Schuppen, die wir auch schon beim ersten Modell gesehen haben. Untenrum gehen die Schuppen in die Breite, wie so Dachziegel, geht bis nach hinten durch. Seitlich haben wir auch noch ein paar größere Schuppen, die hier teilweise auch ein bisschen abstehen, was mir gut gefällt. Dann hier in der Mitte der erhöhte Kamm, geht auch bis hinten durch. Und hier noch diese breiten Piekser, die nach hinten auslaufen. Das ist ein Violett, mit dem sie das hier besprüht haben. Ansonsten haben sie den Rest komplett in Weiß gelassen. Ja, also mehr ist es nicht. Dann haben wir hier unseren Shimo direkt aus der Box raus. Steht ja noch auf Zehenspitzen. Die Beine, ja, kann man flach machen. Ah,
alles klar, wunderbar. Aber es sieht halt nicht gut aus. Der Kopf ist ein anderes Weiß als der Rest, ja. Der Körper ist irgendwie so ein Reinweiß und hier ist noch irgendwie so ein Gelbstich mit drin. Warum tut man sowas? Ne, das ist wieder was ich nicht verstehe. Ich kapier's wirklich nicht. Das ist doch meine Güte. Ja, Kopf kannst du nicht drehen. Unterkiefer können wir öffnen. Der wird vermutlich auch geöffnet, wenn man hier drauf drücken, aber da warten wir noch ganz schnell. Ne? Hier erstmal die Detail, was den schildkrötenartigen Kopf angeht, mit einem ganz kleinen Auge. Hier oben sieht man eine Reihe breiter Schuppen mittig über den Kopf laufen, nach hinten so kleine Piekser, die aussehen wie so Eisstalagmiten. Das geht dann hier an die Hörner am Hinterkopf weiter, sind wie schon gesagt transparent. Die Details, was man hier sieht, die kleinen erhabenen Schuppen und die flachen Schuppen sind, wie ich finde, nett gemacht. Er hat einen sehr müden Blick. Ich denke es jedes Mal. Die Nasenlöcher sind höher als die Augen. Dann kann man hier auch das Mäulchen sehen. Oben haben sie nichts gemacht, aber die Zähne in so einer Cremefarbe bemalt, genauso wie unten und die Zunge. So, wenn ich loslasse, geht die Klappe automatisch wieder zu. Auch hier die Details, die Schuppen, wirklich nett, da kannst du nichts sagen. Ja, dann hier über dem Rücken auch ein paar höhere Stacheln, die hier schon beginnen, seitlich eher Schuppen. Nach unten setzt sich das entsprechend fort. Wir haben hier 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schrauben. Ja, 8 Schrauben des Todes. Hier kommt der Sound raus, direkt aus dem Bauch. Hier ist das Batteriefach. Aber ich finde es gut, dass sie die Schuppen komplett über den Bauch gezogen haben. Ja, seitlich seht ihr auch diese etwas breiteren Schuppen. Dann kommen wieder feinere, flachere. Und nach oben ändert sich das dann auch wieder. Und hier ist sogar noch so eine Schuppenreihe, die hier über die Flanke geht. Und überall noch so kleine, ja, wie so Osteoderme, ne? So Auswüchse. Okay, ja, auf dieser Seite das Gleiche. Keine Ahnung, ob sie es gespiegelt haben. Wenn man jetzt genauer drauf achtet, kriegt man es raus, ne? Dann hier wird der Schwanz angesteckt. Die Beine können wir selbstverständlich alle bewegen. Die Vorderbeine, die Hinterbeine, ist klar. Die Vorderbeine sind wesentlich länger als die Hinterbeine. Ja, und hier die Handschuhfüße, die halt auch wieder die Farbe von hier oben haben. Also das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Es ist so lausig, es ist so billig, es ist einfach so schlecht, es ist so schlecht, es ist so ein Trash, dass ich schon wieder irgendwie, ja, weiß ich nicht wirklich gut finde, aber ich muss es haben, frag mich nicht warum. Das ist halt wieder so ein Sammlerding, ne? Du möchtest gern die komplette Serie haben und gut, hier ist ein ganz einfaches Gelenk drin, also ihr könnt die Beine halt so nach oben machen oder ganz nach, nee, nicht ganz nach hinten. So, das ist das Maximum nach hinten, das ist das Maximum nach vorne und hier Maximum nach vorne, Maximum nach hinten oder unten. Also mehr ist es gar nicht. Du kannst auch die Füße wirklich nur nach vorne und hinten machen, nicht seitlich raus oder so. Das kannst du vergessen. Ja, und das ist dann halt so die Standardstellung. Aber ihr könnt dadurch, dass ihr die Füße hier noch bewegen könnt, halt auch sowas machen. Er kann nach vorne gehen und dadurch, dass ihr das nach vorne biegen könnt, könnt ihr so eine, ja, wie würde ich es nennen, Holstöckchen-Pose machen. Wisst ihr, was ich meine? So. Und Stöckchen und Schwänzchen in die Höhe. Oh, das muss ich noch dran machen. Also, ja, das ist möglich. Aber ihr könnt halt mit diesen beweglichen Füßen ihn zum Beispiel irgendwie auf einen Stein stellen. Ihr könnt halt durch die Beweglichkeit schon ein bisschen was machen. Das finde ich gut. Jetzt stecke ich ihm erstmal hier sein Schwänzchen an. Wie rum ist eigentlich vollkommen egal. Einfach so reindrehen. So, dann sitzt auch schon drin. Und ja, das hier ist der Shimo, den wir eigentlich auch schon von der ersten, von der kleineren Figur her kennen. Was halt nicht ganz so prickelnd ist, ist halt wirklich dieser ultra deutlich angesetzte Schwanz. Also das sieht halt wirklich lausig aus, ganz ehrlich. Das ist so ein richtiges einfaches Spielzeug, ja. So, was ich euch zeigen wollte, durch die Beweglichkeit könnt ihr aber dann halt so Geschichten machen. Ich habe hier zum Beispiel meinen Stein, ne? Manche bauen ja da richtige Landschaften und ihr könnt halt die Füße entsprechend anpassen. Ja, das konntet ihr mit der vorherigen Figur
nicht. So bleibt er hier richtig stehen und das liegt richtig flach auf dem Stein. Das ist klasse. Oder dieses Bein könnt ihr auch entsprechend dann so strecken. Ne, das ein bisschen tiefer. Dann sieht es gut aus. Das finde ich klasse. Ich finde nur schade, dass sie hier kein Kugelgelenk reingemacht haben. Sonst wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen. Ja, halt nur vor und zurück. Mehr könnt ihr nicht machen. Aber ihr könnt ihn so wirklich auf Felsen, die unterschiedliche Höhen haben, draufstellen. Ja, also richtig Stufen steigen lassen. Das ist gut. Das gefällt mir. So, jetzt schauen wir uns noch dieses Transparente hier an. Was die Schuppen angeht, ich halte mal die Taschenlampe dahinter, da kann man das wunderbar sehen. Ne? Das kommt doch gut, wie ich finde. Leuchtet schön durch, auch hier an den Nackenstacheln. Das finde ich, kann man doch angucken. Ist immer ein schöner Effekt, aber ja, schade, dass es nicht leuchtet. Also ich glaube nicht, dass es leuchtet. Ich sage es jetzt einfach, weil Battle Roar. Die anderen haben ja auch nur gebrüllt und nicht mit den Augen geblinkt oder was weiß ich. Der spart sich dann Playmates immer für weitere Figuren auf. Ne? Also so wie jetzt Shimo vor uns steht, hätten wir hier eine Höhe an den Rückenstacheln gemessen von nicht ganz 15 cm, so 14,8. Und was die Länge angeht, kommt dieser Kollege ja, auf 27,5 cm. Also ich glaube, er ist ein bisschen größer als der normale Shimo, denn die anderen Battle War Figuren, Kong, Scar und Godzilla, waren auch schon größer als die normalen. Also falls ihr die erste Ausgabe noch nicht habt, ist der wirklich cool, wenn ihr damit leben könnt, dass der Kopf und die Füße, die Latschen, eine andere Farbe haben, ein anderes Weiß haben als der Rest, dann finde ich den gar nicht schlecht. Gerade durch die transparenten Stacheln kommt es gut und die sind halt auch cool, muss man sagen. Richtig dicht, eng an eng liegen die hier an und laufen hier auch nicht gleichmäßig nach hinten weiter. Ist so ein bisschen schräg nach hinten gebogen. Also auch das ist nicht schlecht. So, und jetzt wollen wir uns natürlich mal den Sound oder die Sounds anhören, die Shimo hier auf Lager hat. Und ich bin sehr gespannt. Hoffentlich ist er nicht zu leise. So, ich drücke mal drauf und... Heiliger Godzilla, ist es laut. Ja, super. Ach, das ist ja super. Herrlich laut, schöner langer Schrei. Klasse. So, nochmal. Oh, auch gut. Ganz kurz, aber gut. Also tolle Geräusche. Und noch einen dritten. Ja, wie geil ist das denn? Ist ja nur gut. Ist ja nur gut. Komm, nochmal. Aha. Klingt eigentlich... wie eine durchgeknallte Wildsau, die durch den Wald rennt, oder? Sehr gut. Komm, ich drück nochmal drauf. Das Knurren schon wieder. So, und wenn ich drauf bleibe, kommt nicht gleich der nächste Ton. Da müsst ihr immer wieder loslassen und dann... Wie eine durchgeknallte Wildsau. Jesus Maria und Josef, ne? Also die Sounds sind echt cool, wie ich finde. Ach, übrigens, der Schwanz, ne? Ist auch ein anderes Weiß als hier vorne. Ich wollte es nur sagen. Also alle Gummiteile, denn die Füße sind aus Gummi, ne? Der Kopf ist irgendwie leicht gummiert, nur das hier ist aus Plastik und die Füße ist hellweiß, das andere hat halt irgendwie so einen Farbstich noch bekommen, ja? Das ist halt, das ist schade. Ansonsten ist es schon echt cool. Kann ich ihn auf die Hinterfüße stellen? Moment. Ja, dank des Schwanzes, ja klar, ja logisch, hier, das geht. Überhaupt kein Problem, ne? So werde ich ihn gleich auch noch in 360 Grad drehen lassen. Aber schade, dass man nicht mehr mit den Vorderarmen machen kann, ja? Könnte man es noch irgendwie an den Kniegelenken oder an den Ellenbogengelenken bewegen, könnte man hier noch ein bisschen besser posen. Also, das ist der Battle Roar Shimo. Wirklich super laut. Und...
rührende Wildsau mäßig unterwegs? Also, das dazu. Shimo in der Battle War Version mit zwei Brüllern. So sieht er aus. Ich lasse ihn, wie schon gesagt, noch in 1, 2, 3 Posen hier 360 Grad drehen. Könnt ihr euch nochmal in aller Ruhe anschauen. Und das war's zu diesem Battle War Shimo mit seltsamen Weißabstimmungen, um es mal so zu sagen. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Rupi. Yay.